Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir mal, ob wir die Clanstadt besiegen können, indem wir nur Barbaren benutzen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man sich Barbaren anguckt bei der Clanstadt, dann sieht man, dass man da verschiedene Truppen natürlich hat. Wir löschen mal alles. Wir haben die Barbaren, wir haben natürlich den Rambock und wir haben natürlich auch die Plünderkarre. Ich würde sagen, wir dürfen ruhig alle drei benutzen. Wir haben jetzt hier bei uns auch schon echt einiges freigeschaltet. Bauarbeiterschmiede, Ballonlagune, Magiertal, Barbarenlager und Stadtgipfel. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's go. Ich werde zwischendurch aber wahrscheinlich mal einen Cut machen und die Leute haben hier echt wieder gebaut. Ich werde echt noch bekloppt, wirklich. Ich werde wirklich noch bekloppt. Teilweise wieder was eingemauert, wo die Riesen nicht raus konnten. Dann wurde die Werkstatt von der fliegenden Festung wurde eingemauert. Oh Mann, ey. Das war... Oh, der Nono. Nono ist sehr fleißig. Ja, der kleine Angriff Nono sammelt immer sehr, sehr fleißig. Sammelt immer sehr, sehr fleißig Dingskirchen. Sammelt sehr, sehr fleißig Punkte. Das ist wirklich immer... Das ist immer cool. Das ist immer sehr cool, dass sich auch ein Account, der... Ja, der keinen Angriff macht, so aktiv am Clan beteiligt. Das finde ich immer sehr cool. So. Wir probieren das erst einmal so jetzt. Ne, warte, wir nehmen ein bisschen weniger mit. Wir nehmen noch eine Karre mit. Ich mag die Karren. Und dann werden wir mal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich werde, wie gesagt, zwischendurch mal einen Cut machen, nur damit das jetzt sich nicht zu lange zieht. Aber ansonsten, da mal einen hin. Oh, da haben wir direkt schon mal eine Falle. Da eins hin. Ich würde sagen, da macht das auf jeden Fall Sinn. Eins, zwei. Oh, da waren ja wirklich einige Fallen unterwegs. Zack, zack. Da blitzen wir mal eben. Oh, der Turm ist aber weg. Der Turm ist weg und jetzt bitte noch ganz schnell. Ja, der ist auch weg. Da ist noch der Tesla. Aber wir dürfen ja nichts anderes benutzen. Also, wenn ich jetzt die Luftabwehr wegmache, haben wir ja für die nächsten Angriffe nichts davon, weil ich ja nichts anderes benutzen darf, außer die Barbaren. Aber ich muss sagen, die Barbaren sind natürlich auch die erste Truppe überhaupt im Spiel. Clash of Clans feiert ja, das ist ja seinen 10. Geburtstag. Die Barbaren, das sind so die OGs, die Original Gangster von Clash of Clans, kann man sagen. Die gehören ja zum Inventar, das ist... Ja, das ist einfach die Truppe, die du natürlich auch mit dem Spiel in Verbindung bringst. Das Logo hat ja auch einen Barbaren drauf. Von daher muss man sagen, das ist schon eine Truppe, die einfach für dieses Spiel steht und die es natürlich jetzt auch hier in verschiedenen Varianten gibt. Drei haben wir jetzt ja gerade gesehen und das ist einfach das Coole, das macht Spaß. Und jetzt spielen wir einmal und gucken mal weiter. Ich meine, ich habe das jetzt ja schon fast zerlegt. Naja gut, was heißt fast? Da ist noch ziemlich viel Verteidigung da. Das Problem sind die Riesenkanonen. Wollen wir nur Plünderkarren nehmen? 5 Stück? Und ein Rambock? Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Also Sprungzauber habe ich hier fast noch nie benutzt, weil ich mir immer denke, dann kann ich auch gleich das Ding nehmen. Aber wir werden mal sehen. Oh, das muss natürlich schnell weg. Ja, die ist schnell weg. Schön. Ja, ich habe mir gedacht, die Karren sind halt noch ein bisschen besser in Kombination mit den Barbaren, weil sie halt die Möglichkeit bieten, dass man jetzt dem Zerschmetterer so ein bisschen aus dem Weg geht. Ja, und es scheint zu funktionieren. Es scheint auf jeden Fall zu klappen und dann sind wir schon super dabei. Oh, da war nochmal eine Mine. Vor allem schießen die Karren das kaputt, bevor die Barbaren an den Zerschmetterer kommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Barbaren haben überlebt. Die Kleinen, da laufen sie. Die haben wir gerade mal auf 1. Leute, dann hat jemand, das ist auch noch geil. Das waren so die drei Sachen, die mich gestern wirklich aufgeregt haben. Nummer 1, Riesen wurden wieder eingemauert und konnten nicht raus. Nummer 2, jemand hat die Fabrik von der fliegenden Festung eingemauert. Und Nummer 3, die Leute haben schon wieder 9000 hier, da rein, in diesen Wald. Da haben die Leute schon wieder 9000 reingesteckt. Und ich dachte mir so, warum? Da guckt euch mal an, wo der Wald ist. Der stört doch da überhaupt nicht. Es bringt doch jetzt am Anfang von der Clanstadt überhaupt nichts, diesen Wald aufzubauen. Und die Leute machen da 9000 rein. Ich frage mich manchmal wirklich, ich glaube, wir haben wirklich einen Troll im Clan. Ich musste auch gleichzeitig so voll lachen. Weil das irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie war es auch lustig. Es ist auf der einen Seite traurig, wie man das nicht wissen kann. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch lustig. Denn bei uns hat auch jemand ohne Zauber angegriffen beim Überfall und da hat dann so gesagt... Ich wusste nicht, dass man auch Zauber benutzen kann. Wo ich mir dann denke, warum? Warum? Und wir werden es jetzt leider nicht ganz schaffen hier. Wir sind jetzt bei 94%. Oh, noch,
Noch zwei Karren, ey. Noch zwei Leben noch. Komm, ey, das schaffen wir doch noch. Nein, sie ist kaputt. Doch, sie lebt noch. Sie lebt noch und sie kann noch da rumfahren. Moment, darauf erstmal einen Schluck Kaffee natürlich. Moment. Ich bin aktuell dabei, so ein bisschen Kaffee durchzutesten. Unterschiedliche Sorten. Aber ich werde jetzt natürlich nicht sagen, welchen ich jetzt gerade benutze. Das wäre, könnte man ja als Werbung durchgehen lassen. Das will ich nicht. No. Oh, wenn ich das mit zwei Sachen schaffen würde. Das wäre übel. Oh mein Gott. Mit zwei Angriffen haben wir das geschafft. Mit zwei Angriffen. Da muss ich ja gar nichts schneiden, weil wir das mit zwei Angriffen einfach mal eben zerlegt haben. Ja, Ballonlagune wird noch ein bisschen schwieriger. Aber warte, ich zeig's euch mal eben. Passt mal auf. Ich zeig's euch mal eben. War das der? Welcher war das denn? Irgendwo hat irgendwer diesen Wald... Da. Warum? Was bringt das denn hier an dieser Stelle? Was bringt einem der Wald an dieser Stelle? Du kannst die Steine sowieso nicht verrücken. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. So, 3000 hat der Speerwerfer noch an Zeugs. Ja. Hier ist, glaube ich, ganz einfach, was wir jetzt erstmal machen werden. Ich sehe jetzt die Minen. Das ist natürlich ein Vorteil, aber ich kann mir die eh nicht merken. Ich kann mir eh nicht merken, wo die sind. Deswegen kommen aus zur Feier des Tages. Nehmen wir jetzt einfach mal nur Barbaren. Zack, zack, zack. Angreifen. Go, 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 go. Zack, zack, zack. Wir lassen die schon mal dahin laufen. Gucken mal, dass sie schon mal so ein bisschen was da wegmachen. Und dann werden wir mal sehen. Die Raketenartillerie ist natürlich übel. Ich habe jetzt hier extra mal gestern noch ein bisschen umgebaut. Das da war eingemauert. Das in der Ecke war eingemauert und die Raketenartillerie stand auch irgendwo am Arsch der Welt. Und ich dachte mir nur so, warum? Ist da eine Mine? Da ist eine, ne? Ja, da ist auch noch so direkt eine Kampfholzfalle. So, zack, zack, zack. Den heilt schon mal für später, für schlechtere Zeiten schon mal dahin. 2, 3. Oh, die Raketenartillerie. Macht sie kurz einen Prozess mit meinem Barbaren? Na, noch nicht ganz. Sehr gut. Ja, weiter. Ja, da vorne sind sie auch... Nein! Die Raketen. Aber die Barbaren sind auch sehr, sehr durchhaltefähig. Die halten viel aus, muss man sagen. Das ist schon mal gut. Jetzt hat sie aber, glaube ich, zerrissen. Ne, da leben noch zwei. Aber die sind jetzt gleich auch kaputt. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal da die Mauer offen. Da können wir gleich schon mal weitermachen. Und was hat man noch? Rambok. Genau, Rambok können wir gerne noch benutzen. Nämlich an der Stelle. Das läuft. Ich würde aber mal sagen, wir machen jetzt mal eben einen ganz kurzen Cut. Ich zerlege jetzt zumindest mal eben die Ballonlagune und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben ja danach auch noch immer noch drei Sachen übrig. Bis gleich. Okay, ich melde mich nochmal ganz schnell eben zurück, denn das ist jetzt der vierte Angriff auf die Ballonlagune. Ich muss sagen, die Raketenartillerie hat mir doch schwer zugesetzt, beziehungsweise hat den Barbaren doch schwer zugesetzt. Aber im Endeffekt haben wir es doch noch rumgerissen. Da laufen sie jetzt noch alle drüber, also es hat noch geklappt. Vier Angriffe, also für die erste zwei Angriffe, da ist natürlich auch noch nicht so viel ausgebaut. Und hier jetzt vier Angriffe, naja, es wird. Zwei haben wir fertig, drei müssen wir noch. Kurzer Cut, bis gleich. Okay, ich melde mich nochmal zurück. Wir sind nämlich im Magiertal und ich habe jetzt schon zwei Sterne, nee, einen Stern haben wir. Wir haben 53%. Es sieht allerdings schon mal gar nicht so schlecht aus. Warte mal, da können wir nämlich, warum geht der da denn hin? Oh, zack, da geht jetzt dahin und das muss ich mal eben kaputt machen, damit wir da ein bisschen die Fläche vergrößern. Wir haben ja noch einen Rambok übrig. Ja, das ist nämlich jetzt, genau deswegen sollte man als Verteidiger da unbedingt was einbauen. Deswegen sollte man da unbedingt ein Tor reinbauen, damit die Karren da raus können natürlich. So, da noch einen drauf. Zack, zack, zack. Zack, zack. Den Blitz schmeiße ich mal noch dahin. Ja, der Supermagier-Turm ist auch nicht schlecht. Das muss man sagen, der ist wirklich auch nicht schlecht. Der macht seine Arbeit. So, oh, da war nochmal eine Mine. Und jetzt sind sie weiter in der Mitte unterwegs, kümmern sich hoffentlich noch um das Bezirksrathaus, was ja keine Verteidigung oben drauf hat. Bedeutet, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das Stadtrathaus, das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Ihr wisst es, das hat diese Mini-Adler-Def oben drauf, das ist gefährlich. Aber es läuft doch soweit. Vor allem sind die jetzt noch im Zauber drin. Das ist wichtig, dann können die vielleicht noch das ein oder andere sich jetzt gerade schnappen. Desto mehr Verteidigung wir haben, desto besser als, also beziehungsweise desto mehr wir wegmachen können an Verteidigungen. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. So, der Speerwerfer weg. Ja, da noch eine Kanone jetzt. Und ihr seht es ja auch. Wir haben echt nur noch Verteidigungen da, bis auf diese eine Kaserne da oben. Der Rest ist jetzt alles nur noch Verteidigung. 83%, aber das holen wir jetzt gleich, denke ich mal. Jetzt können wir natürlich auch gleich von verschiedenen Seiten angreifen. Und das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir eben ganz kurz draufluckeln. Warte mal.
Flächenschaden sehe ich aber jetzt echt nur noch die beiden Magiertürme und deswegen machen wir das jetzt mal wie folgt. Risiko, zack, zack, zwei Stück. Rest kloppen wir jetzt voll mit Barbaren. Ich glaube, das funktioniert. Oh, wobei, ich hätte mal den Sprung mitnehmen sollen. Ich Idiot hätte mal den Sprung mitnehmen sollen. Hier ist auf jeden Fall eine Bombe irgendwo. Ja. Ja, drei Stück. Ah, das müsste man eigentlich auch mal wegmachen. Ich glaube nicht, dass die da so gut aufgehoben sind, ehrlich gesagt. Aber okay. Zwei da ein, zwei da ein. Wir blitzeln nochmal. Ja. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wir greifen jetzt von zwei Seiten an. Jetzt wird's. Jetzt wird's übel, aber wobei ich hätte mir das auch schenken. Ich hätte erst die Ramböcke setzen sollen. Aber in Ordnung. Ich finde, das ist auch übrigens ein Tipp, den ich euch geben kann. Greift immer mal wieder eure eigenen Bezirke an, weil ihr dann genau seht, wo ist eine Schwachstelle und wo nicht. Wir haben es gesehen, Ballon Lagoon habe ich vier Angriffe gebraucht. Das war jetzt schon mal nicht so schlecht. Hier sehe ich jetzt auf den ersten Blick eigentlich schon mal wieder einen Fehler, denn hier das Ding. Wo soll es hin? Ne, die Hälfte von der Reichweite hat es jetzt im Wasser. Da ist eh keine Truppe. Von daher, das müsste man eigentlich umbauen. Das werde ich jetzt auch mal eben machen. Das können wir, Leute, das können wir nicht so liegen lassen. Beziehungsweise das können wir nicht so stehen lassen. Weg damit. Raketenartillerie dahin und dahin. Und dann passt das ja auf der Stelle. Doch, speichern wir mal eben. Warte. Ja, ist besser. Ist besser. Ist zwar auch ein bisschen noch darüber Richtung Felsen, aber es ist schon mal besser als vorher. Warte mal. Ups, so ist das natürlich noch besser. Und jetzt greifen wir an. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir springen nochmal ganz schnell eben rein. Ich habe nämlich gerade schon einen Angriff gemacht gegen das Barbarenlager. Und so sieht das aktuell aus. Wir haben ein bisschen über 40% geholt. Haben aber schon mal ein bisschen was an Verteidigung weggeholt. Ich würde auch sagen, wir greifen jetzt ruhig von da oben an. Da haben wir jetzt echt schon einiges weggeholt. Da ist aber auch noch viel an Verteidigung da. Ich sage aber mal, wir schenken uns das. Nehmen wir lieber noch einen Barbaren mit. Sprungzauber habe ich immer noch nicht benutzt. So, erstmal da was weg. Da ist ja noch viel Verteidigung. Da oben ist halt super viel Verteidigung. Da kommt auf jeden Fall schon mal ein Zauber drauf. Na, die sind auch nicht gut da oben. Die Speerwerfer da oben, das ist auch nicht gut. Da sieht man, dass die standardmäßig da noch gestanden haben. Das gefällt mir auch noch nicht. Das gefällt mir auch noch gar nicht. Das gefällt mir auch noch überhaupt gar nicht. Da muss schon was hin. Da haben wir auch schon mal welche drauf. Da haben wir auch schon mal einen drauf. Und dann müssten wir jetzt schon mal die nächsten Prozente holen. Ja, der Riese ist weg. Schön. Die Multikanone schießt jetzt zwar, aber dafür haben wir die Karre dabei. Eine gute Kombination. Barbaren und Karre, das ist auf jeden Fall mal ein Dreamteam. Das läuft soweit. Ja, sind wir schon bei zweiten Stern. Auf jeden Fall 60% haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Zwei Karren haben wir noch. Die holen jetzt noch mal ein paar Prozente. Fahrt weiter. Lasst euch nicht von der Raketenartillerie treffen, bitte. Wenn ihr euch treffen lasst, dann zumindest später erst. So. Ah, komm, zwei Verteidigungen noch. Ja, nicht schlecht. 66%, okay. Könnten wir im nächsten Angriff schaffen. Wir müssen aber nochmal auf jeden Fall spähen, wie es jetzt hier aussieht. Da ist halt noch viel Verteidigung. Ah, es ist generell noch sehr viel Verteidigung da. Wird auf jeden Fall knapp werden. Warte mal. Ja, komm, wir machen uns einfach mal den Spaß. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir mal drei Stück mit. So. Nehmen wir vier mit und sieben Barbaren. Jetzt nehmen wir einfach mal aus Spaß den Sprung mit. So. Das müsste ja dann eigentlich funktionieren, ne? Mit dem Sprung sauber. So, da einen drauf. Eins, zwei, drei, vier. Barbaren, 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 Barbaren. Und jetzt gucken wir mal, wie weit die da kommen. Oh, Riesenkanone muss natürlich schnell weg. Wenn die nicht weg ist, dann haben wir ein dickes Problem. Sie konnte noch mal schießen. Raketenartillerie ist natürlich auch super übel, muss man sagen. Ah, das war's. Das war's. Der ist leider kaputt gegangen, beziehungsweise die Karre ist leider kaputt gegangen, bevor da noch was passiert ist. Das ist echt... Man muss sagen, die Raketenartillerie ist echt der Endgegner überhaupt für die Barbaren, aber auch für die Karre. Das ist richtig übel. Und die muss natürlich weg. Und da, finde ich, hat der Sprung jetzt eigentlich nicht so viel gebracht. Da hätte ich mit dem Heilzauber mehr gehabt. Der hätte mir auf jeden Fall mehr gebracht. Auch wenn wir jetzt 82% haben. Aber ich glaube, der Sprung, der war nicht gut an der Stelle. Das hätte jetzt nichts gebracht, glaube ich. Nee, 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 nee. Sprung ist nicht so gut.
Ich weiß auch gar nicht, wie viel ist jetzt überhaupt noch an Flächenschaden da von Verteidigung her? Ja, drei Sachen sind auf jeden Fall noch da, die mir Probleme bereiten. Na gut. Zwei. Jetzt nehmen wir mal wieder mehr Barbaren mit. Oder wobei, vier Stück? Vier. Dann lieber so. Dann lieber so. Das finde ich jetzt besser. Und zwar hier unten schon mal. Ich meine, gut, die Riesen kommen da eh raus. Das bedeutet, da ist... Ja, wobei, aber der Turm. Der Turm, der ist natürlich trotzdem blöd. Jetzt ist die Frage, wo laufen denn? Die Riesen laufen uns ja quasi hinterher. Das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen sie ja rauslocken. Ja, genau so. Eine Karre dahin. Die Riesen helfen jetzt da ein bisschen, beziehungsweise die Barbaren helfen jetzt mal ein bisschen mit. So, da auf jeden Fall was hin. Zack, zack. Zack, zack, zack. Aha, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Au, da sind sie sogar mal einmal gehüpft. Ja, und da können wir den Blitz können wir uns sogar noch sparen, denn das reicht auch so. Oh, vier Angriffe. Übel. Vier Angriffe auf jeden Fall übel. Und jetzt haben wir ja noch auf jeden Fall den größten Endgegner vor uns. Das Rathaus. Das Stadtrathaus. Das ist super übel. Und das ist schon auf Level 5. Ja, das... Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Und hier bin ich sogar richtig zufrieden eigentlich. Mit dem Layout. Das habe ich extra nochmal, bearbeitet. Also da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und hier können wir es uns auf jeden Fall über... Hier können wir es uns leisten. Eigentlich nur die normalen Barbaren mitzunehmen und drei Ramböcke. Das passt nämlich. Weil einfach, da ist so viel außen. Hier ist einfach so viel außen an Zeugs. Von daher, dass das reicht. Das wird auf jeden Fall passen. Und dann für später auf jeden Fall noch die Kanonenkarren bzw. die Plünderkarren mitnehmen. So, dann noch einen hin. Ja, am Anfang jetzt erstmal hier alles wegmachen. Der ist natürlich auch übel. Der ist da so versteckt, der Bombenturm. Der hat sich da so ein bisschen versteckt dazwischen. So. Nein, noch nicht. Aber guck mal, so viel macht der gar nicht. Der alleine macht gar nicht so viel. Natürlich dann in Kombination mit dem Multimörser. Das ist natürlich schon ein bisschen schlimmer. So, da haben wir es geweckt. So, die Rakete auch noch direkt. Ja, genau, die Rakete auch noch direkt drauf. Genau, schönes Ding. So, zack, komm. Ja, ist kaputt, schön. So, da außen was hin. Ja, die Kanone ist gar nicht mal schlecht positioniert, finde ich eigentlich. Eins, zwei, drei, vier. Wir räumen jetzt schon mal so ein bisschen auf. Ihr seht das, ne? Ja, komm, dafür muss ich jetzt leider eins verschwenden. Ah, ich hätte das andere nehmen sollen, glaube ich. Oh, da haben wir die Mine aufgedeckt. Ich nehme es zurück. Da setzen wir schon mal einen hin. Zack, zack. Machen da hoffentlich schon mal auf. Ja, schön. Zack. Und jetzt räumen wir außen schon mal ein bisschen auf. Ich werde jetzt... Ich weiß halt nie genau, wo ich blitzen soll. Das ist das Problem. Weil wir haben jetzt echt so viel Verteidigung als Gegner. Das ist echt schon krass. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Der eine Barbar macht natürlich jetzt auch keinen Unterschied mehr. Oh, doch, er hat noch eine Mine aufgedeckt. Der hat noch eine Mine aufgedeckt. Und das ist jetzt auch ein gutes Beispiel, wie eigentlich die Prozente so ein bisschen täuschen können. Denn wir haben jetzt gleich 50%. Und wir haben noch echt nichts geleistet hier. Weil er einfach noch so viel Verteidigung übrig ist. Und ich wette, wir werden mindestens 5 Angriffe brauchen. Also davon kannst du ausgehen, vor allem wenn wir jetzt wirklich nur Truppen mit Barbaren benutzen. Davon kannst du ausgehen, mindestens 5. Erinnert euch an meine Worte. Ich gehe davon aus, 5 Stück. Ja, da holen wir das Haus jetzt zumindest noch. Aber ich glaube, 5 Angriffe werden wir brauchen. Was wir natürlich wegholen müssten eigentlich, so schnell es geht, ist die Raketenartillerie. Ah, die ist auch echt krass. Das ist eine sehr üble Verteidigung. Das ist eine sehr üble Verteidigung. Und jetzt machen wir das aber, dass wir... Ich glaube, wir nehmen mal echt ein bisschen mehr mit von den Karren. Angreifen, Armee bearbeiten. Eins, wir nehmen jetzt mal nur die Karren mit. Die Karren mit und einen Rambock. Und dann, ja, Gnade uns Gott hier auf jeden Fall. Da noch hin. Zack, zack. Ich blitze jetzt, glaube ich, echt einfach nur noch die Artillerie oder so. Oder nur noch irgendwas, was daneben ist. Sonst haben wir, glaube ich, gar keine Chance mehr. Ja, sie sind zumindest so halbwegs im Radius, aber die eine Karre hat es auch schon zerrissen, leider. Das bedeutet, den Heil kann man auch nicht mehr benutzen. Aber da zumindest so offen machen.
Oh, ja, ein bisschen. Oh, wobei, das täuscht auch wieder ein bisschen hinweg, ne? Wir haben jetzt schon echt wieder einiges weggemacht. Ja, nicht schlecht. Komm, hol's noch. Ja, hol's noch. Sie hat's noch geholt. Reicht jetzt zwar nicht mehr. 70%. Die Frage ist jetzt, wie viel war das? Das ist jetzt die große Frage. Wie viel war das? Details. 56 und 70. So. Da kann ich jetzt auch wieder keine Barbaren hinsetzen, weil da kommt von oben direkt die Riesenkanone an. Ja, das ist schon. Schleichschützen darf ich nicht. Ja, wir dürfen nur Barbaren benutzen. Ja, pff. Nehmen wir ein paar weniger mit. Boah, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Den setzen wir jetzt auf jeden Fall mal dahin. Zack, zack. Ja, Haus muss weg. Komm, Haus muss weg. Haus ist nicht weg. Haus ist aber sowas von gar nicht weg. Da offen machen. Dankeschön. Er ist immer noch nicht weg. Euer Ernst? Wir blitzen nochmal eben. Eieiei. Zack, zack. 1, 2, 3, 4. Oh, sie ist weg. Jetzt haben wir ja immer noch die Riesenkanone und noch verschiedene andere Verteidigungen auch noch. Eieieiei, 76%. Also 80 muss ich jetzt aber schon hinkriegen. 80 müssten wir jetzt schon kriegen, das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt den Heil da drauf haben und sonst nicht viel an Verteidigung da ist, das geht halbwegs. Fahrt noch weiter, bitte. Einmal noch fahren. Oh, wenn sie die Riesenkanone noch kriegen würden. Das wird natürlich helfen. Ja, kriegen sie aber auch noch. Ja, die ist weg. Oh, geht sogar noch aufs Rathaus drauf. Das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ja, holt sich noch ein bisschen was vom Rathaus, auch wenn es nicht viel ist. Was haben wir jetzt noch? Wir haben eigentlich nur noch den Multimörser und das Rathaus, das Flächenschaden macht. Deswegen habe ich jetzt einen Plan. Wir riskieren es jetzt mal. Ich muss auch noch spenden. Die Leute wollen immer ihre Truppen. Ja, hier, habt ihr euren Krempel. Ey, habt ihr euren Krempel hier. Natürlich auch keine Maschinen, die ich eigentlich spenden müsste. GG. So. 1, 2, 3. Dann probieren wir es jetzt mal so. 28 Barbaren für ein Halleluja. Los geht es. Ja, das ist schon mal offen, das ist gut. Blups, da auch schon mal offen. Zack, 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 zack. Ja, was soll ich jetzt blitzen, ist ja die Frage, ne? Das da? 87%. Noch ein paar Prozente holt ihr euch doch noch, oder? 89, 90, ja, nicht schlecht. Ja, komm. Ja, das auch noch weg da oben. So, am Ende lief es besser, finde ich. Am Anfang haben sie viel auf die Fresse bekommen. 92. So, jetzt sind wir bei 92. Wie viel der Angriff ist das jetzt? 4, jetzt kommt der 5. Ich hab's ja gesagt. Ich hab es ja gesagt. Tja. Ihr habt so gesorgt, Leute. Wir brauchen 5 Angriffe. Das ist aber auch so vorgesehen beim... Ja, bei der Clanstadt, das ist einfach so vorgesehen, dass du hier ein bisschen was brauchst dafür. Die Frage ist jetzt, wo? Lenken wir jetzt mal ab. Ich lenke da ab. Setze da eins hin. Nochmal da eins hin. Ich will jetzt halt von allen Seiten das erwischen. Also wenn wir von allen Seiten das Rathaus angreifen, dann ist die Chance natürlich groß, dass wir da länger überleben. Und es funktioniert. Boah, schwere Geburt, aber es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn es dir Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren für mehr Clash of Clans Content und natürlich für weiteren Content. Hey, der kommt auch natürlich mal wieder und dann sage ich mal danke, dass du dabei warst. Und nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch ein bisschen was zum Ausgeben. Und noch was zum Fertigen. Jawohl. Jetzt reicht's aber nicht mehr ganz. 4,2. Habe ich auch nichts mehr. Ärgerlich. Na gut, da muss ich noch mal ein bisschen sparen. Aber wir können auf jeden Fall noch was ausgeben. Wir haben ja noch 10.000. Wollen wir das alles in den
Du würdest alles in den Wald sticken? Nein, natürlich nicht. So, super Riesenkaserne, kommt was rein. Katsching, katsching. Das Ding ist fertig. Jetzt habe ich eh nicht mehr so viel. Dann werde ich das jetzt noch in die Schleichschützenkaserne reinpacken. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.